Und in dem Kontext muss man nochmal höflich darauf hinweisen, wir reden hier nicht von einem Netzwerk von irgendwelchen gesellschaftlich randständigen Personen, um es nochmal ganz deutlich zu betonen. Der Kopf dieses Netzwerks ist Heinrich XIII., Prinz Royce, aus dem adligen Milieu, ein erfolgreicher Immobilienhändler, der in Thüringen auch mehrere Ländereien besitzt, auch ein Jagdschloss. Und tatsächlich war die Idee gewesen, dass er als politischer Arm nach einem Putsch versucht, das politische Mandat sozusagen die Bundesrepublik führen sollte. Und ein militärischer Arm, so war es geplant, sollte tatsächlich den Bundestag stürmen. Ich habe mittlerweile schon öfters gehört, und da möchte ich auch ein bisschen gegensprechen, dass man darauf hingewiesen hat, ach, guck doch mal an, das sind doch alles so alte Leute. Da möchte ich wirklich verwarnen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun aus der Mitte der Gesellschaft und tatsächlich eben noch Personen, die in verschiedenen Strukturen der Bundeswehr und der Polizei tätig gewesen sind oder tätig sind. Kurz gesagt, die haben nicht nur im Schützenverein schießen gelernt, sondern die haben auch gelernt, wirklich zu schießen, auch auf Menschen. Und das ist immer noch ein Unterschied, ob ich auf eine Zielscheibe schieße oder eben tatsächlich auf Menschen. 52 Personen sind bei dieser Razzia am 7. Dezember betroffen gewesen. 3000 Beamte, auch Sicherheit, auch Spezialkräfte sind dort vorangegangen. Das deutet eben an, dass auch der Generalbundesanwalt wirklich Sorge hatte, dass es da zu anderen Auseinandersetzungen kommen könnte. Also ich warne vor der Unterschätzung dieses Milieus. Und es wäre auch gar nicht so schwer gewesen für sie, tatsächlich in den Bundestag zu kommen. Sie sehen hier eine Richterin, die aber auch für die AfD im Bundestag gesessen hat, die eben auch noch einen Hauszugang hat. Also kurz gesagt, die hat einfach die Tür aufgehalten und dann wären die drin gewesen. Und da muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen, wahrscheinlich ist so ein Putsch dann auch, wenn man das so nennen möchte, relativ schnell sicherheitstechnisch in der Bundesrepublik dann niedergeschlagen. Aber diese starke symbolische Kraft, die sie da haben, ja, die sind in den Bundestag gegangen. Und ich erinnere nur, die haben auch wahrscheinlich die Bilder des Kapitols im Kopf gehabt. Was das für eine Symbolik hat für eine weitere Mobilisierung dieses Milieus, ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen. Tatsächlich hat der Generalbundesanwalt auch noch betont, die haben auch angenommen, dass sie Menschen ausschalten müssen. Also, das ist keine friedliche Altherren- und Damenversammlung gewesen, um es deutlich zu sagen. Es gibt das Gerücht, ich kann das nur sagen, weil uns das so angetragen worden ist aus Ermittlungskreisen, dass es sogenannte Verschwiegenheitserklärungen gibt, die man gefunden hat. Und da reden wir von einer Zahl im dreistelligen Bereich. Aber ich sage das mit aller Vorsicht, weil mir das direkt nicht vorliegt. Ich kann es nicht weiter recherchieren. Das haben offensichtlich die Ermittlenden dann in den Unterlagen gefunden, bei denen, die sie beschlagnahmt haben. Sie haben enorm viel Geld auch beschlagnahmt, im Übrigen auch Goldbarren, ich glaube in 6 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir reden hier auch wirklich von Leuten mit Waffen und mit Geld. Und das Besondere ist eben, dass wir wirklich eine enge Verzahnung zum Vorläufer der KSK haben. Man sieht hier Rüdiger von Pescadore. Er ist dort ein Vorläuferstrukturoffizier gewesen. Er ist übrigens Leiter des militärischen Arms gewesen, von diesem Netzwerk. Und tatsächlich ist er früher auch schon aufgefallen, weil er NVA-Waffen sozusagen, ja, ich sag's mal, unterschlagen hat und verkauft hat. Allein 165 funktionsfähige Waffen wurden nicht wiedergefunden, die er verkauft hatte. Damit ist natürlich aber auch klar, dass seine militärische Karriere dann beendet gewesen ist, weil das natürlich eben auch eine strafbare Handlung im Kontext der Bundeswehr gewesen ist. Aber er ist Vorläufer in der Vorläuferstruktur des KSK. Derjenige, der den Bundestag stürmen sollte, ist Maximilian Eder und er ist eben Gründungsmitglied des KSK und das wirft natürlich Fragen auf, warum immer wieder KSK? In den letzten Jahren gab es da immer wieder Vorfälle. Und ich möchte da jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, das kann etwas mit dem Korpsgeist zu tun haben, gerade von Eliteeinheiten. Und jetzt mache ich einen kleinen Schlenker. Und gerade hier muss man deutlich sagen, leistet eigentlich gesamtgesellschaftlich wir eigentlich kein Bild für sie. Wir sind eine sehr entmilitarisierte Gesellschaft. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man befürchten muss, dass sich vielleicht Soldaten, auch gerade Soldatinnen, die auch dann vielleicht in einem militärischen Einsatz sind, sich vielleicht alleingelassen fühlen. Wir haben kein gesellschaftliches Angebot für die kämpfende Truppe, um es mal so militärisch auszudrücken. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz überraschend, dass diese Personen dann gucken, wer waren die letzten kämpfenden Truppen? Kann mir das helfen, mir in dieser Krise des Einsatzes irgendwie Halt zu geben? Und da ist es leider nicht abwegig, zur Wehrmacht zu schauen. Und dementsprechend dann eben auch leider das als Vorbilder heranzuziehen. Also kurz gesagt, es besteht die Gefahr, dass man über diese nicht Angebot aus der Mitte der Gesellschaft an die Soldatinnen die Situation haben könnte, dass sie sich andere Identitätspunkte suchen, weil sie eben doch anders herausgefordert sind. Oder um es ganz böse zu sagen, wenn sie sterben, interessiert uns das nicht und wir haben nicht mal ein Ritual, wie wir sie dann entgegennehmen, wenn sie in den Särgen kommen. Und das ist ein Problem.
Das heißt nicht im Übrigen, dass ich dafür bin, dass es militärische Einsätze gibt. Das würde den Rahmen sprengen. Aber dieser Gedanke ist wichtig, um zu verstehen, warum Leute aus der Bundeswehr und bei der Polizei ähnlich abwenden, obwohl sie diesem Staat eigentlich dienen. Sie sind beruflich enttäuscht, emotional ernüchtert vielleicht. Und das sind wichtige Punkte, die mit zu bedenken sind. Maximilian Eder ist deswegen auch nochmal interessant, weil wir hier jetzt einen direkten Link ins Querdenken-Milieu nochmal haben. Er ist nämlich ernsthaft der Meinung gewesen, das KSK sollte in Berlin aufräumen und die verantwortlichen der Pandemie-Maßnahmen sollten zu einem Nürnberg 2.0 vorgeführt werden. Uns allen ist natürlich klar, was damit gemeint ist. Das ist natürlich die Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist eng mit Michael Balbeck und Bodo Schiffmann zusammen gewesen. Also hier haben wir den direkten Bezug, er hat dort geredet und da merkt man eben auch, wie eng das ist. Tatsächlich bei dem Prinzen, muss man deutlich sagen, ist etwas anderes früher aufgefallen, nämlich er ist mit sehr antisemitischen Positionen aufgefallen. Auch das verkürze ich jetzt so ein bisschen. Er hat öfters dargestellt, dass er eben der Meinung ist, dass die französische Revolution, die russische Revolution, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg eigentlich von dunklen Mächten im Hintergrund angeschoben worden sind. Man ahnt, in welche Richtung das dann geht. Er ist eher der Meinung, dass dort jüdische Mächte im Hintergrund gewirkt hätten. Also zutiefst antisemitisch, um das nochmal zu betonen. Und jemand, der auch noch im Dienst ist beim KSK, ist Andreas M. Angeblich ist er nie aufgefallen. Ich sage mal ganz ehrlich, bei der Kaserne oder dem Hotspot, wo die KSK sitzt, in Karlf, ich habe manchmal ein bisschen Sorgen, vielleicht hat man es auch nicht so richtig gehört, was er so gesagt hat, weil er nämlich auch von einem tiefen Staat ausgegangen ist. Das ist diese Idee des Deep States, was wir aus den USA kennen, der sozusagen in Wirklichkeit die Geschicke der Welt lenken würde. Und Donald Trump, darum feiern sie in diesen Kreisen so, ist jemand, der nicht dazugehören würde zu diesem Establishment der Politik und dementsprechend mit dem tiefen Staat eigentlich aufräumen wollte. Und deswegen wurde er so angegriffen und deswegen ist er für sie so ein Held. Tatsächlich ist bei ihm nochmal interessant, dass er tatsächlich versucht haben soll, auszubaldowern mit mehreren Mitstreitenden, ob sie nach einem Putsch bestimmte Kasernen nutzen könnten. Sie hatten die Idee, eigene Heimatarmeen aufzustellen, die dann in Kasernen untergebracht werden sollten. Und er ist vielleicht derjenige, warum wir eigentlich diese Patriotische Union kennengelernt haben. Peter Wörner, Survival-Trainer. Bei ihm ist man aber, hat man eine andere Durchsuchung vorgenommen, anfänglich, nämlich wegen des Verdachts Mitglied der Vereinten Patrioten zu sein. Vielleicht haben Sie das noch in Erinnerung. Vor ein paar Wochen sind die nämlich als erstes aufgeflogen. Was haben sie geplant? Sie haben geplant, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen und bundesweit Anschläge zu verüben, um dann eine Versammlung einzuberufen in Berlin, um eine neue Verfassung zu bestimmen. Auch hier haben Sie die Kombination von Querdenken, darum Lauterbach, wegen seiner Position in der Pandemie. Und der letzte Gedanke, eine Verfassung beschließen, ist genau die Argumentation des Reichs aus dem Reichsspektrum, dass das Grundgesetz angeblich keinen Verfassungsstatus hätte und deswegen man eine Verfassung erst einberufen müsste. Hier scheint es so zu sein, wenn ich die Ermittlungsinformationen, die durchgesickert sind, richtig einordne, dass tatsächlich bei ihm dann ein Link gefunden ist zur Patriotischen Union, weil man sich dort ausgetauscht hatte, eventuell ob der Person sozusagen bei dem Einputsch helfen könnten. Und so ist man auf die Patriotische Union eigentlich gekommen, auf die Telegram-Kanälen, woher auch der Name im Übrigen kommt. Ja, und die Vereinten Patrioten, und das ist tatsächlich eine Besonderheit, wird angeführt von einer Frau. Das ist deswegen besonders, weil eigentlich das reichsbewegte Spektrum, ein sehr männerdominiertes Spektrum ist. Es gibt wenig empirische Daten, aber das Wenige, was wir wissen, ist aus Brandenburg, und da wird ausgegangen davon, das wird hochgerechnet, dass circa Männer ab 40 sozusagen sich Reichsideen zuwenden. Das würde sich ein bisschen decken mit Studien in den europäischen Ländern über rechte Ressentiments, wo festgestellt worden ist, dass so Männer ab 35 komisch werden und sozusagen ein bisschen nach rechts wegrutschen. Ich kann jetzt nicht alle Gesichter sehen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass manche denken, naja, bei einigen fängt das auch früher an. Das ist wirklich jetzt nur auf die rechten Ressentiments gemeint gewesen und nicht auf irgendwelche anderen Nuancen, nenne ich das jetzt mal. Auch hier nochmal das Alter, über 70 Jahre alt. Auch da gab es dann die Diskussion, was könnte ich schon ausrichten. Auch da möchte ich wirklich von der Altersdiskriminierung warnen. Ich erinnere nur daran, dass zwei Attentäter in den USA und in Frankreich etwas unter 70 Jahre waren und dort auch Menschen töten konnte, auch aus rechter Gesinnung heraus. Also Alter schützt ja vor gar nichts, um es mal so zu sagen. Mit dabei bei der Patriotischen Union ist Marco von Haar auch nochmal vorbestraft, sehr lange. Hier ist es mir nur mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass er mit Pescadore, also demjenigen Vorläufer KSK, versucht hat, in Pforzheim dann Gleichgesinnte auch zu rekurrieren aus den Querdenken-Demonstrationen heraus. Da hat man sozusagen diese Annäherung. Und das ist leider eine traurige Geschichte, wie alles traurig ist, aber hier ist deswegen so traurig, weil wir eigentlich immer wieder, und das werden Sie sicher kennen, wenn Sie diese Demonstration von Querdenken verfolgt haben, man dort immer wieder betont hat, es geht um Nächstenliebe. Wir sollen mit dem Herzen schauen.
Wir sollen reinen Herzens sein. Hier haben wir ein Treffen in Hannover dokumentiert, im Leibniz-Theater von Reichsbewegten, wo nämlich unter anderem Matthias Hauff aufgetreten ist, einer der Verdächtigen aus diesem Terrornetzwerk, der auch Autor eines Standardsbuches ist, das Deutsche Reich. Und tatsächlich, man hat uns dann entdeckt, das Erste, was passiert ist, man wollte nicht mit uns reden, man wollte nicht mit in den Dialog kommen, wovon sie sonst immer so reden und immer anbieten, sondern man sieht es sofort, sie haben auf den Kameramann eingeschlagen. Ich möchte jetzt auch hier nicht den Rahmen sprengen. Wir hatten schon vorab gewusst, weil der Betreiber des Theaters öfters aufgefallen ist, dass er so in diese Richtung neigt. Aber wir waren ein bisschen zurückhaltend. Wir haben nicht berichtet groß, weil es hätte auch sein können, dass er es einfach nur vermietet hat, weil er in einer wirtschaftlichen Krise vielleicht ist. Um es mal vorsichtig zu sagen, weil es natürlich allen Künstlerinnen zu der Zeit und Theaterbetreibenden enorm schlecht ging. Darum haben wir ein bisschen gewartet mit der Berichterstattung aus der Sorge heraus. Vielleicht macht er das nur wegen des Geldes. Mittlerweile wissen wir, dass das eben nicht nur wegen des Geldes macht. Und darum haben wir es dann auch zum Thema gemacht. Weil wenn man ein Mitglied an einem Verdacht stehenden terroristischen Vereinigung zu sein einlädt, dann ist das, glaube ich, auch ein Schritt, wo man auch sagen muss, jetzt müssen wir das auch öffentlich machen. Also ich betone das nur, damit nicht der Eindruck erweckt, wir machen immer sofort alles, hauen alles raus, was wir wissen, sondern wird sehr genau überlegt, wann wird wie was berichtet. Hat das einen Sinn oder nicht? Und das werden Sie wahrscheinlich auch mitbekommen haben. In Boxberg hat es eine wilde Schießerei zwischen Polizei und vermeintlich nur Reichsbewegten gegeben. Mittlerweile ist er natürlich auch Ingo K. tatsächlich eben auch in Untersuchungshaft. Er hat eben auf 14 Beamte geschossen. Bei der Schießerei ist das Haus in Brand geraten. Man hat schwere Waffen bei ihm gefunden. Aber wenn Sie ihn sehen, würden Sie, glaube ich, etwas anderes denken. Ja. Weißes T-Shirt, Hemd, Rock. Barfuß, Trommel. Ich sage es jetzt mal ein bisschen verkürzt. Alternativer kann man sich kaum noch präsentieren. Das sieht jetzt nicht gerade vielleicht nach dem Bild von Reichsbürgerinnen aus, was sie so im Kopf haben, die manchmal mit so Fantasieuniformen ja auch auftreten. Nein, hier haben sie es wirklich mit einem jemand zu tun, der eben auch querdenkt und im Reichsbewegt ist. Und tatsächlich ist das auch genau dieses Phänomen, was wir erleben konnten, dass aus dem Querdenkenspektrum sich mehr und mehr Menschen Reichsideen zugeneigt haben. Warum? Weil es zwei Gemeinsamkeiten gibt. Nämlich die Gemeinsamkeit, dass man die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik und die Legitimität des Staates grundsätzlich in Frage stellt. Die Delegitimierung des Staates haben sie beide gemein, ohne jetzt auf noch viele andere Nuancen einzugehen, in Antisemitismen, in Verschwörungserzählung. Aber das ist schon mal das Grundfundament. Alle lehnen diese Bundesrepublik ab und aus der Ablehnung heraus geht es zum nächsten Schritt über, sie gehen rüber auf die Ebene der Selbstverteidigung. Sie haben das Recht auf Widerstand. Wenn dieser Staat mich angreift, der nicht mein Staat ist, dann habe ich das Recht, mich zu wehren. Von der Selbstermächtigung geht es zur Selbstverteidigung. Das ist eine innere Radikalisierung. Da brauchen Sie keinen von außen. Das ist in dieser Logik angelegt, um es ganz deutlich zu betonen. Und das haben wir dann ja auch schon im September 2021 erleben dürfen. Nämlich, dass als ein 50-Jähriger in Idar-Oberstein ein Mitarbeiter der Tankstelle erschoss, einen Studenten, der dort aushalf. Tatsächlich hat der Student nichts anderes getan, als höflich zu sagen, Moment mal, Sie können hier ohne Maske kein Bier kaufen. Der Täter ist weggefahren, kam wutentbrannt wieder, T-Shirt angewechselt, Maske aufgesetzt, geht zum Tresen und erschießt den Studenten. Im Verfahren sagt er dann auch, er wollte ein Zeichen setzen und er wäre genervt gewesen von den Maßnahmen und Regelungen. Kolleginnen hatten sehr schnell seinen Namen, den die Polizei nicht so rausgegeben hatte. Und dann konnten wir uns das Twitter-Feed angucken. Und keine Sorge, ich gehe nicht auf alle ein, ich gehe nur auf zwei ein. Sie sehen hier, dass er eben Björn Höcke folgt, einer der radikalsteren innerhalb der AfD. Wie immer man jetzt die AfD nochmal bewerten möchte, stelle ich jetzt einfach mal so einen Raum. Und dann haben Sie aber auch Birgit Kelle. Birgit Kelle schreibt für die Welt. Birgit Kelle ist aber eine radikale Antifeministin, die eher diesen Zaun drauf hat, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, dann eher betont, ach Mädel, mach doch die Bluse zu. Und da merkt man auch nochmal die Verzahnung von verschiedenen Themen aus dem rechten Spektrum. Hier in dem Fall nur nochmal aufgelistet. Wir haben den Antisemitismus schon, wir haben den Antifeminismus. Wir haben eben auch die Delegitimierung des Staates und das Widerstandsrecht, das Vermeintliche. Das sind schon Parallelen zwischen diesen Milieus, ohne en Detail nochmal auf Geschlechterrollen einzugehen oder eben beispielsweise auch auf die Frage von Gebietsansprüchen, die formuliert werden. Ja, und das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. 23.000 Personen, die eben diesem Milieu zugezählt werden. Hier sieht man nochmal Horst Mahler. Horst Mahler ist für ihn, glaube ich, eher bekannt, weil er von weit links kommt, nämlich als Mitbegründer der RAF, wenn man es verkürzt sagen möchte. Er hat aber schon in den 70er Jahren, als ein palästinensisches Kommando ihn mitbefreien wollte, gesagt, nein,
Nur das deutsche Volk könne ihn befreien. Also da sieht man schon, dass das sehr früh anfing, dass er sich nach rechts oder rechts wegwendete. Ich finde auch mal interessant, dass schon 2016 aus dem Bereich der Gerichtsvollziehenden tatsächlich gesagt worden ist, dass sie von 40.000 Anhängerinnen ausgehen würden. Das finde ich gar nicht unlogisch, weil das diejenigen sind, die alltäglich mit ihnen zu tun haben. Weil sie nämlich beispielsweise keine Rechnung bezahlen und dann irgendwie ein Bußgeldbescheid an den Gerichtsvollzieher kommt. Also die haben offensichtlich schon eine ganz andere, ich sage das ganz vorsichtig, harte Auseinandersetzung mit diesem Milieu und darum auch eine andere Zahl. Und hier, das, was ich eben gerade schon angedeutet hatte, sieht man nochmal so eine kleine Aufstaffelung, wo wir die meisten Reichsbewegten haben. Sie sehen natürlich, dass Bayern weit vorne ist. Es gibt so manches Mal den Spruch aus Bayern, aus Sicherheitsstrukturen, naja, das liegt daran, weil wir ordentlich arbeiten. Ich denke, man müsste vielleicht auch ein bisschen überlegen, hat das was mit der politischen Kultur in dem Land zu tun? Hat es was auch damit zu tun, dass es ein sehr großes Flächenbundesland ist? Und, und. Also die eine Antwort reicht nicht, um dieses komplexe Thema zu beantworten, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, und hier nochmal der Hinweis, eben, dass es nicht einmal, sondern öfters diese Kombinationen gibt von Menschen aus beiden Spektren, die dann demonstrieren gewesen sind. Und neben dieser Form der Radikalisierung haben wir auch eine weitere Form der Radikalisierung, nämlich die Ausweitung der Themen. Wir haben schon vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine feststellen können, dass in diesem Spektrum man tatsächlich schon angefangen hat, sich mit dem Klimawahnsinn kritisch auseinanderzusetzen und dem Genderwahnsinn. Also die Hoffnung, dass mit dem vermeintlichen Ende der Pandemie oder den Maßnahmen diese Bewegung ganz verschwinden würde, trügt. Sie haben neue Themen für sich entdeckt und man sieht es ja auch bei den Demonstrationen. Sie sind ja auch mit dabei bei Friedensdemonstrationen, beziehungsweise ihre Demonstrationen haben auch das Thema Frieden vermeintlich mehr immer auf der Seite Putins stehen, auch als zentrales Thema. Und eigentlich ist das das Datum, wo das bundesweite Umdenken stattfindet. Im Oktober 2016 erschießt Wolfgang Plahn bei dem Versuch der Entwaffnung einen Polizeibeamten. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Es hat schon vorher in einzelnen Bundesländern Aktionen der Polizei gegen Reichsbewegte gegeben. Aber jetzt ist es auf Bundesebene. Bundesinnenministerkonferenz sagt, das ist ein zentrales Problem. Es gibt die Anweisung, ihnen die legalen Waffen zu entziehen. Das sind jetzt genau die Auseinandersetzungen, die wir auch erleben. Und ab dem Zeitpunkt schießen auch die Zahlen nach oben, weil jetzt genau hingeguckt wird. Und dann steigen die Zahlen exorbitant hoch, auf die Zahl, die ich jetzt gerade benannt habe. Und im Übrigen im letzten Jahr eben nochmal gestiegen, alle nehmen an, wegen den Pandemie-Maßnahmen und dass sich da dann das Querdenkenspektrum sozusagen zur Reichsidee mehr hingewendet hat. Wolfgang Plahn, der Täter, ich bin der Mann, freie Mann Wolfgang, das ist so eine Formulierung, da merkt man, mit der man sich so abgrenzen möchte, dass man nicht Mitglied der Bundesrepublik ist. Man heißt natürlich bei Frau dann, ich bin die freie Frau oder ich bin vom Stamme und dann kommt der Familienname. Ich sage es der Vollständigkeit halber nochmal oder erst nochmal. Tatsächlich erleben wir in diesem Spektrum unglaublich unterschiedliche Argumentationen. Die einen denken im Reichsspektrum, dass irgendein deutsches Reich weiter bestehen würde. Die anderen denken, die Bundesrepublik ist ein Konstrukt der Alliierten. Die anderen denken, die Bundesrepublik ist nichts anderes als eine Firma, eine GmbH. Das würden wir eigentlich auch alle merken, wenn wir nicht solche Schlafschafe wären. Wenn wir uns mal nämlich unseren Personalausweis angucken würden, da steht es ja schon drauf. Wir sind das Personal. Und solche Spitzfindigkeiten in der Sprache und in Gerichtsurteilen und in Texten, damit argumentiert dieses Milieu dann auch eigentlich immer wieder. Und einer, der eine besondere Rolle spielt, ist Peter Fitzek. Er hat sich zum König ausgerufen, ist so eins der oberste Souverän des Königreichs Deutschlands. Tatsächlich 2012 in Lutherstadt Wittenberg ausgerufen, hat sich dort auch krönen lassen vor über 600 Personen, die das auch ernst genommen haben. Tatsächlich haben sie ihm auch sehr viel Geld anvertraut, 1,3 Millionen. Das weiß man daher, weil diese 1,3 Millionen weg sind. Und tatsächlich er deswegen auch vor Gericht stand. Es gab dann später einen Formfehler, weswegen er auch freigekommen ist. Und jetzt so tut, als ob er völlig unschuldig gewesen wäre und mit seiner Argumentation, mit seinem Königreich hätte sich sowieso jenseits der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik gestellt. Und das ist jetzt so ein zentrales Argument von ihm, weswegen er dann sagt, dass er eigentlich ein Souverän ist, einen eigenen Staat hat. Das Dramatische bei ihm ist, ich habe mehrere einzelne Mitglieder von ihm kennen, von seinem Stammstaat, ein Häkchen Königreich, kennengelernt. Gerade als er nämlich in Untersuchungshaft gewesen ist. Und ich habe sie dann auch angesprochen, weil sie so ziemlich traurig aussahen. Und dann habe ich tatsächlich gefragt, ja, sind Sie, wie viel Geld haben Sie denn verloren. Und die haben mich angeguckt, als komme ich von meinem anderen Stern.
und meint, nein, der Peter ist weg. Er ist eher jemand, der wirklich fast schon sektenartig dieses Königreich und diese Mitgliedschaften aufzieht. Im Übrigen kostet alles Geld, jedes Seminar, was er anbietet, jede Mitgliedschaft in dem Königreich und, und. Aber das möchte ich an der Stelle betonen. Er ruft etwas anderes ab oder spricht etwas anderes an. Ich mache das jetzt so ein bisschen nach. Er ist nicht jemand, der sagt, ich bin der König und du ordnest dich unter, sondern sagt er, du bist unglücklich, jeden Tag ins Büro, in die Fabrik, immer dem Geld hinterherrennen, dieser wahren Welt folgen. Komm, lass uns was anderes machen. Probier dich aus, versuch dich. Wir zusammen gehen neue Wege. Er spricht eigentlich Menschen in einem bestimmten Bedürfnis an und da gewinnt er dann auch wirklich dann in seine Anhängerschaft aktuell an die 5000 Personen, die er selbst angibt. Gerade in Zeiten der Pandemie ist das gestiegen. Ups. Na, kommen wir da raus. Normalerweise, ich hatte es vorher im Vorgespräch gesagt, zeige ich Videos oder Musikbeispiele. Ich habe hier nur Sorge, dass das technisch die Daten zu stark sind, dass die Leitung zusammenbricht. Sie hätten jetzt eine Krönungsszene gesehen, aber die ist jetzt auch nicht so wichtig. Tatsächlich schafft es immer wieder auch, Menschen für sich zu gewinnen. Man sieht hier ein Anwesen in Boxberg in der Oberlausitz. Für 1,4 Millionen hat er das über Strommänner erwerben können. In der Taz habe ich mit einem Kollegen darüber berichtet, der war drinne. Das ist keine Schrottimmobilie, um es mal vorsichtig zu sagen. Man hätte ja andenken können, ach, die haben da im Osten wieder was gekauft und es dauert ewig, bis das in Betrieb ist. Das Ding läuft schon. Tatsächlich hat er auch noch im Ostdeutschland in Sachsen noch ein weiteres Jagdschloss für 2,4 Millionen kaufen können. Also er schafft es wirklich, Geld zu akquirieren mit seiner Masche. Man muss das ganz deutlich auch so sagen. Und hier nochmal diese Inszenierung, Lutherstadt Wittenberg. Was kann da Besseres passieren, als seine eigenen Thesen an die Kirchentür zu nageln? Da merkt man natürlich auch, in welchen Größen und historischen Dimensionen er sich so einordnet. Er sieht sich im Übrigen auch als der Reinkarnation des Erzengels Uriel und redet auch von sich von Menschensohn. Also es hat auch so eine christliche Komponente und ist im Übrigen auch zutiefst antisemitisch. Er hat ein Engelgeld eingeführt, das mittlerweile auch Deutsche Mark heißt. Da geht es vor allem eben, dass man aus dem Zinsverkehr des Geldes rausfindet. Dann kann man sich den Rest denken, wie das antisemitisch aufgeladen ist. Und gleichzeitig hat er auch einen ehemaligen Anhänger, der 400.000 Euro gerne zurückhaben will, aufs Übelste beschimpft mit antisemitischen Stereotypen. Also wir reden jetzt hier nicht nur von einem König mit ein bisschen esoterischen, komischen Ideen, sondern eben auch ein Delegitimieren des Staates, der Menschen eigentlich auch zu illegalen Straftaten aufruft, nämlich ins Königreich zu kommen und dann eben auch antisemitisch ist und dann eben auch in dem Zusammenhang sektenähnliche Strukturen aufbaut. Er hat mehrere Dependancen, auch hier eine in Saalfeld. Das ist nicht nur ein Restaurant. Wenn man das Gelände betritt, wird man Gast des Königreichs Deutschlands. Das ist deswegen für uns gerade aktuell, für uns so interessant, weil er dort sich tatsächlich mit Michael Ballweg getroffen hat, und auch eine Entourage von Ballweg dabei war und von Fitzek. Fitzek hat, nachdem das aufgelöst worden ist von der Polizei, welche Überraschung, man hat sich nicht an die Corona-Auflagen gehalten. Dann sehr offen und freiherzig erzählt, was sie da gemacht haben. Sie haben über neue Protestformen geredet, über neue Geldformen geredet und, und. Ballweg war da ein bisschen zurückhaltender und meinte dann nur noch, naja, wenn andere den Reichsbürger nennen, so heißt das sinngemäß in der Pressemitteilung, heißt das ja noch lange nicht, dass man den so sehen müsste. Aber da merkte man eben auch schon, wie eng man da ist. Und Michael Ballweg ist für mich genau auch nochmal dieser Prototyp von dem, was schon immer so ein bisschen waberte. Er ist Unternehmer. Und hier nochmal aufgelistet, um welche Summen es gerade geht, weswegen er unter Untersuchungshaft ist. Er soll 644.000 Euro Spenden veruntreut haben und 430.000 Euro dazu angestiftet haben, Geldwäsche mit zu betreiben. Was ist passiert? Sie haben gemerkt, wenn Sie Spenden einnehmen, das muss man angeben, das muss man versteuern. Also haben Sie aufgerufen, Schenkung zu machen. Und das hält man Ihnen jetzt vor, um es verkürzt zu sagen. Aber Michael Ballweg ist auch genau dieser Typ, um den es mir so ein bisschen geht. Er ist Unternehmer. Und er wollte vor der Pandemie eigentlich ein Jahr eine Auszeit nehmen, um in Asien seine Yoga-Qualitäten zu verbessern. Also bürgerlich, aber teilalternative, sage ich jetzt mal, Praxis, die er gerne, so Praxis, die er gerne nutzen wollte. Und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Aspekt. Hier ein Bild mal aus Hamburg, 15.000 Menschen auf der Straße. Wenn man das Bild sieht, sieht man eben auch, das sind wir. Bisschen kritisch, bisschen alternativ.
bisschen spirituell, bisschen religiös. Dort kommt man auch mit einer Klangschale oder einer Yogamatte hin. Das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, sondern um einfach zu zeigen, was das für Menschen sind. Eine Regionalstudie aus Baden-Württemberg hat dann auch nochmal festgestellt, um Oliver Nachtwey, ja, eine größere Studie auch doch zu den Protestierenden an der Uni Basel durchgeführt hat, hat unter anderem festgestellt, dass diese Menschen für sie einen ganz zentralen Wert haben. Kritik. Ich bin kritisch. Das ist für die ganz zentrales Bild für die eigene Identität. Und das deckt sich, glaube ich, ganz gut auch mit dem, was uns da so begegnet ist. Und tatsächlich ist in einer der ersten Studien von Oliver Nachtwey auch etwas anderes rausgekommen. Sie haben damals nur die Protestierenden gefragt. Also keine bundesweite empirische Basis, aber es ging ihnen auch nur darum zu wissen, wie ticken die Protestierenden. Und was ist rausgekommen? Bei der vorletzten Bundestagswahl haben 23% die Grünen gewählt und 18% die Linke. Das sind enorme Werte. Und dann ist gefragt worden, vor der letzten Bundestagswahl, wen würden Sie wählen? 27% die AfD und 18% die Basis. Auch enorme Werte. Die Basis, ich denke, hier muss man es nur kurz erwähnen, ist aus diesem Spektrum gegründet worden. Einzelne Kandidaten, eben gerade habe ich das schon gesagt, sind vernetzt in diesem Terrornetzwerk. Andere sind mit antisemitischen Aussagen aufgefallen. Mittlerweile geht es auch hinter den Kulissen einigermaßen um Geld, weil sie mit anderen Corona-Projekten verstrickt waren. Und da gibt es so in der Führungsebene gerade so einige Querelen. Aber es steht natürlich jetzt die Frage im Raum, was ist da passiert? Und oftmals ist bei dieser Frage schwingt immer so im Kopf die Antwort mit, naja, wer die wählt, der hat doch ein geschlossenes politisches Weltbild. Das stimmt eben nicht. Und das ist die Fehlannahme. Was eher der Fall sein kann, dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, die gerne im Biomarkt einkaufen, die eher der Alternativmedizin zugeneigt sind, die auch ganz gerne Yoga machen von mir aus oder andere Meditationsformen, die auch natürlich keinen dicken SUV fahren, sondern ein Lastenfahrrad vielleicht haben. Oder ihre Kinder auch gerne in esoterische, freie Schulen, anthroposophische Einrichtungen schicken. Und wenn man sich diese Punkte anguckt, sind das alles Aspekte, die aus dem linken alternativen Milieu gekommen sind, aber mittlerweile so Mainstream sind, dass man gar nicht so sicher sein kann, ob die Ideen von Solidarität, Empathie, die ja auch damit schwanken, ob die überhaupt noch da so präsent sind. Man kann es auch ganz böse sagen, vielleicht sind es Leute, die möchten einfach kreativ, innovativ erscheinen und nicht so wie normaler, stinknormaler Spießbürger oder Spießbürgerin. Sie möchten was Besonderes haben. Und dann kann man auch eben mal links wählen, wenn einem danach ist. In dem Fall mit links meine ich jetzt auch Grün natürlich mit dabei. Und das ist die Annahme auch der Kolleginnen, die diese Studie gemacht haben, dass es eigentlich eher so ein Outlook ist und gar nicht ideologisch tief überzeugt. Und das Spannende ist, dass das eigentlich keine neue Erkenntnis ist. Eine der ersten Vorläuferstudien zum autoritären Charakter, erhoben worden von Erich Fromm und Hille Weiss zwischen 1929 und 1931, hat nämlich ergeben, dass 25% der Befragten von KPD und SPD, und jetzt sage ich mal also der Linken, offensichtlich ein tendenziell oder völlig autoritäre Einstellungsmuster hatten. Was haben die gemacht? Sie haben in der Studie nicht nur politische Themen abgefragt, sondern auch private, die ich irgendwie hochpolitisch sehe. Nämlich die Frage, Schlagen in der Erziehung, Rechte von Frauen. Und da merkten sie dann in den Antworten, die kippen weg. War einfach gesagt, parteipolitisch wird alles korrekt beantwortet, autoritär wird zum Privaten, wenn man das so trennen möchte. Und da kommt dann auch schon der Begriff her, dass sie denken, das ist so ein linker Outlook, aber die tieferen Züge eigentlich autoritär sein können. Und sie prägen deswegen schon damals den Begriff eines rebellisch-autoritären Typ. Die sind so lange rebellisch, bis sie ihre neuen Autoritäten gefunden haben. Und das finde ich einen sehr hilfreichen Begriff für die heutige Diskussion zu Querdenken. Die sind so unglaublich kritisch, kritisch und irgendwann haben sie vermeintlich die Wahrheit gefunden oder neue, in Häkchen, Propheten, die ihnen jetzt sagen, das ist die Wahrheit. Und das ist, glaube ich, genau das Phänomen, was wir unterschätzt haben, wie tief das auch im alternativen Milieu der Fall sein könnte, dieser rebellisch-autoritäre Charakter. Wenn man sich das Cover anguckt, kann man auch nochmal höflich hinweisen, zur kritischen Theorie gäbe es auch kritisch etwas anzumerken. Hilde Weiss steht nicht drauf. Und ich denke, der Punkt, wo offensichtlich viele Menschen wegrutschen, ist der Punkt, wo sie
zu Verschwörungserzählungen neigen. Und das möchte ich hier fast schon abschließend skizzieren. Nämlich, man sieht hier jemanden in einer Maske, Fäden gehen nach oben, Kreuz, das ist natürlich das Bild einer Marionette. Darauf spielt das natürlich an. Und jetzt versuche ich das mal andersrum. Es ist völlig legitim und richtig, über die Lobbyeinflüsse in der Politik zu reden. Lobbyeinflüsse der Pharmaindustrie, auch völlig legitim, darüber zu diskutieren, ist Maskentragen sinnvoll oder nicht. Und ich hätte mir auch gewünscht, wir hätten weniger über ein schlechtes Buch der grünen Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf diskutiert, als über Maskendeals von CDU und CSU-Mitgliedern. Auch da hätte ich mir mehr Kritik auf einer anderen Ebene gewünscht. Also kurz gesagt, Sie ahnen, was ich sagen möchte. Natürlich ist Kritik immer angebracht, völlig legitim. Das Problem ist aber hier, und jetzt mache ich es etwas anders, sage ich es anders, wenn aus dieser wissenschaftskritischen Haltung eine Wissenschaftsfeindlichkeit wird. Wenn nämlich Common Sense ist oder State of the Art ist, dass man sagt, nach dem, was wir heute wissen, ist Maskentragen sinnvoll. Wenn man dann immer noch ab einem gewissen Punkt mit vermeintlichen anderen Wahrheiten kommt, vermeintlich alternativen Studien, dann kippt die Wissenschaftskritik in eine Wissenschaftsfeindlichkeit über. Und im schlimmsten Fall steht dann ja sofort im Raum, wer hält uns das Wissen vor? Wer ist da im Hintergrund? Wer zieht die Fäden? Und so kann man über diese Kritik hin zu Verschwörungsnarrativen kommen. Und ich befürchte, das ist einer der Aspekte, warum viele Menschen sich dann da so verrannt haben. Und gleichzeitig möchte ich das auch entschuldigen. Der große Benefit von Verschwörungserzählungen ist ja, dass man alles wieder versteht. Und gerade in Zeiten der Krise, und die Pandemie war die erste gesamtdeutsche Krise, wo man nicht manches Mal wusste, wie geht es am nächsten Tag weiter, wo die Menschen zu Recht Sorgen hatten, kann ich mein Haus noch abbezahlen? Was wird mit der Ausbildung meiner Kinder? Wie soll ich überhaupt im Lockdown hier alles noch geregelt kriegen? Und. Es ist völlig nachvollziehbar, dass man versucht, Halt zu finden, sich informieren will. Aber dramatischerweise, überwiegend dann durch Telegram-Kanäle, man dann eben zu solchen Verschwörungserzählungen hingeleitet worden ist. Was im Übrigen auch in Selbststudien, wenn ich das jetzt mal so von Kolleginnen gewesen ist, die einfach selber auch nochmal für Recherchen dann in so Telegram-Kanälen reingegangen sind und dann quasi immer mehr in so ein Mauseloch dann reingerutscht sind. Ja, immer mehr Gänge. Und da hört man auch keine anderen Stimmen mehr. Das ist ja die Illusion. Das ist kein kritischer Dialog dort. Dort wird nur das gepredigt, was die vermeintliche Wahrheit ist. Keine Gegenstimme wird zugelassen. Das haben wir auch getestet. Wenn man sich dann im Diskurs kritisch eingebracht wird, dann wird man irgendwann herausgeworfen. Das wollen die nicht. Ja, und man könnte fast denken, das ist gestellt, hier einfach jemand mal auf einer Querdenken-Demonstration, der mit den gängigen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Verschwörungsnarrativen sich gleich auf einem Transparent präsentiert. Great Reset habe ich schon gesagt, New World Order, dass die Annahme, dass die Eliten in Wirtschaft, Medien, Politik daran arbeiten würden, eine neue Weltherrschaft zu errichten. Pharmademie dachte ja jetzt auch schon einiges. Oder beispielsweise in Schwaben bei der Demonstration Ulm sagt Nein zu rituellen Kindesmissbrauch, zu Kostenexplosion, zu Gasstrom etc., zum Ukraine-Krieg. Also da haben sie einfach alles nochmal ganz geballt, um zu sagen, ich finde interessant nochmal zum rituellen Kindesmissbrauch. Das ist natürlich schon eine Anlehnung tatsächlich, die man antisemitisch verstehen kann, nämlich das Ressentiment, das Vorurteil, dass jüdische Menschen Christenkinder entführen würden, um irgendwas mit dem Blut zu machen. Das kann man hier auch schon ein bisschen herauslesen. Ja. Und jemand, der gerade groß in den Medien ist, ist tatsächlich Michael Mehen, weil er eben auf, in München an der Universität tätig ist, aber hier auch stark bei der Basis verankert ist, dort Vorträge hält und tatsächlich auch dazu neigt, Verschwörungserzählungen zu präsentieren, sogar im Unikurs, weswegen es ja da Streitereien gibt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil das auch gerade noch erst nachrecherchiert wird, der Diskurs gerade um ihn läuft. Aber man sieht schon, er hat sich parteipolitisch eindeutig positioniert. Das muss man schon feststellen und auch kann man festhalten. Er ist mittlerweile auch verantwortlich für ein wichtiges Magazin, wichtige Zeitung, Entschuldigung, die in diesem Querdenkenspektrum tatsächlich auch immer wieder kostenlos verteilt wird. Ja, und das schon als letztes Bild, damit wir wirklich diskutieren können. Tatsächlich, Caroline Amlinger, und Oliver Nachtwey gehen nochmal einen Schritt weiter. Habe ich eben gerade darauf hingewiesen, dass wir diesen Typus des rebellisch-autoritären haben. Da schwingt noch mit, die Autorität kann eine Person sein. Zum Beispiel dieses Netzwerk Ärzte für Aufklärung, was nichts anderes als ein Euphemismus ist, weil die klären nicht auf, die verklären. Das ist ein Netzwerk von Ärzten, die in den Telegram-Kanälen eine Horrornachricht über Impfen, Fake News und so weiter präsentieren und Fake-Analysen und auch die Leute dauerhaft sozusagen im Panikmodus halten dadurch.
Aber die These der beiden Kolleginnen, es geht hier einen Schritt weiter. Die sagen, dass wir auch diese Muster haben, aber das Argument ein bisschen anders funktioniert. Nämlich ausgehend von ihrem Ansatz des libertären Autoritarismus, betonen sie, die brauchen keinen, ich sage es vereinfacht, Führer oder Führerin. Sie sind ihre eigene Autorität mit ihrer eigenen absoluten Wahrheit. Und dieses führt zu autoritären Einstellungen. Die werden auch nicht mehr hinterfragt. Also man muss das parallel denken. Rebellisch-autoritären Charaktertypes und den libertären autoritaristischen Charaktertypen. Beides ist da. Sie meinen nicht, dass man das gegeneinander stellen soll, sondern verschiedene Typen, und das finde ich auch einen sich wichtigen Ansatz, weil wir tatsächlich eben ein sehr heterogenes Spektrum haben und die Motivlagen sehr unterschiedlich sind. Aber hier wird nochmal darauf hingewiesen, gerade dieses Spektrum, das so kritisch ist, für die Freiheit so wichtig ist, da würde dann genau dieser Begriff besser greifen, weil sie eben frei sein wollen von alles anderen, aber ihrem absolute Meinung nicht mehr in Frage stellen. Und da dann eben auch zu, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Abgrenzungstendenzen neigen, aggressiv werden und, und. Tatsächlich, um es nochmal kurz zusammenzufassen, merkt, wird vielleicht deutlich, dass wir eine Kombination haben. Reichsbewegte und Querdenkenden kommen zusammen, ich fasse es kurz zusammen, in der Form der Delegitimierung des Staates, des Rechts auf Widerstands. Und sie haben etwas anderes gemein, das man raushören konnte. Sie haben gemein eine ganz tiefe Sehnsucht nach einer ursprünglichen Harmonie, nach einem Reich, nach einer unentfremdeten Welt. Und auch da gibt es die Gemeinsamkeiten. Es ist ein antimoderner Reflex mit verschiedenen Autoritätsmustern, die zum Tragen kommen. Vielen Dank für die Geduld.